Du lebst ja auch dein Leben so, wie du möchtest. Naja, ich lebe mein Leben so, wie ich es leben muss. Ich habe nicht den gezwungen, hier zu sein, beispielsweise. Ja, also nicht hier, aber ich habe nicht den Luxus, darüber zu entscheiden, was ich gerne jetzt machen könnte und was nicht. Denn andere Menschen sind auf mich angewiesen. Ich habe mich eigentlich, so gesagt, einer größeren Sache aufgeopfert, was in Ordnung ist. Das gibt meinem Leben einen Sinn. Aber wenn man halt für den Konsum lebt, dann ist das natürlich schwer für diese Person zu begreifen. Und das ist auch trotzdem voll in Ordnung. Ich gehe mal zu den anderen, die sehen mir nämlich etwas gehobener aus. Also nichts gegen euch. Machen Sie das. Hey, mein Auto ist wahrscheinlich das dreifache an Preis, wie du gerade rumrennst, aber alles gut, geh mal zu den gehobenen. Naja, aber so sieht das nicht aus. Also ich verstehe nicht. Vielleicht kann man das ja auch abstrakte Kunst nennen oder so. Aber das ist ja dann irgendwie schon wieder, da sind wir wieder bei so einem Thema, man guckt einem Menschen nur vor den Kopf und nicht in den Kopf, ne? Nur das Äußerliche täuscht ja manchmal. Nein. Ich glaube, du bist auch ein ganz feiner Kerl. Guten Abend. Ah, guten Abend, Sir. Grüße. Leider habe ich gerade tatsächlich die falsche Sitzecke erwischt. Wieso? Was ist passiert? Ich wurde wegen meinem Hemd ausgelacht. Ich meine, das ist... Ihr Hemd? Ja, weil ich mich anders kleide als die. Ich meine, man kann ja auch Leuten nur vor dem Kopf gucken und oberflächliches Behandeln anderer Leute. Also ich will da gar nicht drüber reden. Das ist mir zu unangenehm. Ganz ehrlich. Das ist, ja eigentlich nicht das Problem, ne? Ja, danke. Und ich nehme auch an, dass also ohne das jetzt drauf ankommen zu lassen, dass meine Kleidung das Dreifache an Wert besitzt, wie das der Herrschaften dort zusammen, ne? Ja, das kann gut sein. Ist das denn wichtig? Das ist es nicht. Das ist es nicht. Aber deswegen frage ich mich, warum man mich so angehen muss, aber trotzdem, wenn man es drauf ankommen lassen würde, auch in dieser Hinsicht halt den Kürzeren zieht. Verstehen Sie, was ich meine? Ich glaube, du brauchst einen Whisky. Können Sie mir einen ausgeben? Ich aus wie eine Sugar Mami oder was? Nein, einfach nur wie eine nette Dame, die die Gesellschaft genießt und andere Leute etwas aufheitert. Nein. Keine Sugar Mami? Schade. Oh, bin ich jetzt raus bei dir oder was? Nein, tatsächlich nicht. Ich kann mich selbst versorgen. Ich tatsächlich suche eine Sugar Mami, wenn ich jetzt mal ganz direkt sein darf. Ist, also nicht, dass ich jetzt sie ansprechen möchte. Meinst du, die kann dir zeigen, wie man Krawatte bindet? Ich wüsste jetzt nicht, was daran falsch ist. Und hier kommen wir wieder aufs Oberflächliche zu sprechen, aber darum geht's nicht. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob sie jemanden kennen, die gerne jemanden dafür entlohnt, Liebe zu erfahren. Nee, tatsächlich nicht, nee. Also keine Frau, Whisky ausgeben gleichzusetzen mit Liebe? Nein, noch lange nicht. Also da müssen sie sich keinen Kopf machen. Habe ich gerade den Themenwechsel verpasst? Nee, es ging nur ums Allgemeine. Ich wollte das jetzt nicht auf sie beziehen. Okay. Nein, alles gut. Oh Gott. Der Herr sprach ja nur davon, dass er ihm gerne Sugar Mami gerne hätte, ja. Ja, das bin ich leider nicht. Bestimmt welche, ich weiß nicht, vielleicht können sie ja so eine Announce oder so aufgeben. Ich meldet sich ja jemand. Aber das kommt so verzweifelt drüber. Ich möchte auch jemandem zeigen, dass ich Qualitäten besitze. Du kommst du natürlich nicht verzweifelt drüber, das stimmt natürlich. Was sind denn die Qualitäten? Ich kann alles andere als Geld besitzen. Also auch nur gerade bedingt, es ist halt nur so temporär. Also mein Konto wurde leider gehackt und mir wurde, das ganze Geld abgenommen. Aber alles andere ich fülle eigentlich so jede Lücke. Was machst du denn beruflich, mein Junge? Ich bin IT-Spezialist. Ach du heilige Scheiße. Dein Konto wurde gehackt. Bist ja ein guter IT-Spezialist. Nun, das steht tatsächlich in Verbindung, aber ich müsste jetzt zu weit ausholen, um das alles so richtig zu erklären. Ne? Aber es ist nicht so, wie sie denken. Tatsächlich gehöre ich zu den Besten in meiner Berufssparte. Wenn nicht sogar der Beste. Könntest du nicht einfach das Geld zurückholen? Also, wie konnte das dann passieren, dass das Konto gehackt wurde? Nun, das waren Leute, die ich früher kannte und sie haben die gleiche Methode angewandt, die ich halt damals bei anderen Leuten durchgezogen habe. Und so hat halt in dieser Hinsicht einmal der Schüler den Meister geschlagen. Aber wie gesagt, ich schlag noch zurück. Nett. Arbeiten Sie für eine Firma oder sind Sie privat? Ich bin, ich arbeite nur für mich. Ich arbeite privat für Leute. Ja, verstehe.
Also können sie Leute hacken und sowas? Ja, nicht Leute direkt, aber deren Systeme. Das ist so korrekt. Ich brauche nur einen Ethernet-Anschluss. Was für einen Anschluss? Ethernet. Das ist ein Ethernet. Proxy? PPOISE? Erkennst du sowas nicht, Leo? Ich kenne einen LAN-Anschluss. Das ist das Gleiche? Ich sag... Noch lange nicht, aber gut. Und ich will jetzt auch nicht... ich will nicht ins Detail gehen. Ich sag einfach mal ja. Ich hab da so einen Erzfeind. Ja, sagen Sie mal. Wer denn? Nee, das will ich natürlich nicht sagen. Okay, gut. Aber nee, was können Sie dem so alles antun? Also der ist auf jeden Fall auf Social Media und so aktiv. Ach, das verstehe ich. Nun, ich könnte Ihnen die Zugangsdaten geben. Und wirklich? Dann könnten Sie die privaten Nachrichtenverläufe, die besonders peinlich sind, leaken. Und ich könnte dann so, weißt du, so Bilder von ihm, weiß nicht, die könnte ich so posten, die so gar keinen Zusammenhang stehen. Ja, so. Auch Penisbilder, damit er auf der Seite gesperrt wird. So extrem jetzt nicht. Ich hatte jetzt eher gedacht an so, weiß nicht, irgendwie wieder so ein totes Tier oder so. Und das ist jetzt nicht extrem? Nee. Das mache ich doch auch. Ich poste, auch manchmal so, wo ich irgendwie auf einem Löwenfell oder so liege. Also theoretisch könnte ich das, ja. Aber ich verlange natürlich auch eine ordentliche Summe dafür. Ja, das ist kein Problem. Mein Vater gehört die Racing League. Ich nehme 5.000 für so einen Auftrag. Tja, das ist nichts. 10.000. Wie pisst der? Ja. Wie das? Wie, Sie können doch jetzt, wieso verdoppeln Sie jetzt auf einmal? Ja, du hast zu niedrig gepokert. 5.000 ist in Ordnung. Das wäre eine Rate. Ich könnte meine ganze... Das hört sich nicht schlecht. Wenn Sie wollen, können wir noch gerne mal in einem Vier-Augen-Gespräch ins Detail gehen. Aber grundsätzlich kann ich Ihnen grob versichern, dass das, was ich gerade so gesagt habe, auch tatsächlich umsetzen kann. Ich sage, 3 sind in Ordnung für den ersten Auftrag. Das ist unter meinem Wert. Wenn du dich beweist, kriegst du mehr. Ich nehme 5. Und das ist schon sehr großzügig. Ist das dann eigentlich eine Straftat, wenn du mir das besorgst? Da muss ich mal von meinem Anwalt fragen. Wie gesagt, wir behandeln das alles diskret. Es wäre, glaube ich, jetzt klüger, nicht mehr weiter darüber zu reden. Ich kann Ihnen gerne mal meine Nummer geben, wenn Sie möchten. Alles gut, das sind ja eigentlich alles Vertraute, also... Nun, natürlich ist das eine Straftat. Ach so. Aber wie gesagt, das ist ja egal. Das wird aber nie ich einer würde ja nicht die Straftat begehen, sondern Sie würden die Straftat ja begehen. Ja, weil Sie haben mich angestiftet. Nein. Aber das ist das... Na doch. Nein. Das offiziell ja natürlich Nummer, nein. Offiziell natürlich nein. Gib mir mal deine Nummer. Das ist Zauberwort, Mike. Bitte. Oh, bitte, gut bitte. 173-374. Wie heißt du? Hackerman. Hab ich mir fast gedacht. Also 173-374, korrekt? Richtig. Gut. Mit Vorwahl natürlich. Aber das. Ja, das habe ich mir auch was gedacht. Alles klar. Ja, schreib dir die Nummer auf, Mike. Also ein Wieselprofil haben Sie noch nicht. Wie gesagt, ich lerne halt. Ich bin sehr vorsichtig. Merkt dir deinen Testosteronüberschuss echt an, Mike. Ja, ist in Ordnung. Ich komme auszuhalten mit dir. Ich habe die Nummer nicht, mehr. Ich habe gespeichert im Handy. Ja genau, ich wollte gerade fragen, wo wir waren stehen geblieben, bei der Nummer, genau. Hey. Haben Sie beim die? Beim Deal, 5.000. Welche Nummer? Was? Meine hast du ja, die brauchst du ja nicht mehr. Ja, das ist richtig. Ja nun, ja, die Herrschaften, ja? Ich bin dann auch wieder weg. Wenn, wie gesagt, jemand Interesse an meine Dienstleistung hat, dann melden Sie sich einfach. Ja, schönen Abend. Ja, vielen Dank. Tschüss. Schönen Abend hier noch. Ich hab Platz. Dankeschön. Vielen Dank. Danke sehr. Hallo, wunderschöne Dame. Wer bist du denn? Hallo! Robi. Wer? Robi. Robi? Oder Ruby? Ja. Ja, genau, Rory. Rory?
Ich glaube, sie denkt, ich war... Sorry, ich muss gerade mal... Ja, Ruby. Ruby. Genau. Also wie Nairobi, bloß ohne Nai. Nee. Nicht. Schon der Rubin. Ah, Ruby, Ruby. Verstehe. Genau. Wie ist das? Liegt das an deinen Haaren? Genau. Was ist das denn? Denn das ist nichts für Leute unter volljährig! Geh! Komm mal ein bisschen näher, dann verstehe ich dich besser. Machst du das schon lange hier? Ja, seit Anfang an. Ehrlich? Ja. Warum bist du dann so schlecht darin? Was? Entschuldigung, aber du siehst aus wie ein Fleischklumpen, der versucht, nach links oder rechts zu rollen. Höflich geht anders. Ich kann dir leider wirklich kein Trinkgeld geben. Es tut mir wahnsinnig leid, ich gehe jetzt weiter. Und ich hoffe wirklich, dass ich mich auf dem Weg dahin nicht bekotzen muss. Vielleicht sollten wir den Laden einfach verlassen. Ja, wenn das, was du hier machst, der Standard ist, dann vielleicht. Aber ich suche einfach nach talentierteren Frauen. Besseren Tänzerinnen. Versuchen Sie es mal auf die höfliche Art. Okay. Ich versuche das umzumodellieren. Moment. Sie machen das nicht als schlecht. Also, Sie sind nicht die Schlechteste in dieser Berufssparte. Aber Sie haben noch eine Menge Potenzial und Luft nach oben. Aha. Interessant. Ist das besser formuliert? Ja, ist nicht ganz so plump. Aber man versteht's dann. Ich wollte nicht an Ihrem Selbstvertrauen jetzt irgendwie sägen. Ich meinte nur, dass man vielleicht mit der richtigen Technik und mit wirklich verdammt viel Glück, sag's wie es ist, dann auch irgendwas hinbiegen kann. Mhm. Aber bei mir sägen sie an gar nichts. Aber es gibt Menschen, die vielleicht emotional vielleicht nicht ganz so gut gebaut sind. Und wenn sie jemanden sowas ins Gesicht sagen, könnte das böse enden. Und ich weiß nicht, ob sie ein Menschenleben auf dem Gewissen haben möchten, weil sie, ja, den Moment Leuten mal. Einfach... Also glauben Sie, dass die Wahrheit zu Verderben führt, oder was? Wie gesagt, man kann Sachen Wenn ich jemanden einfach scheiße finde, sagen. Dann finde ich ihn scheiße. Und dann muss man ihm das Aber auch sagen, denn nein, er braucht das. Nein, nein. Doch. Sie müssen denen das nicht sagen. Ich sag das dem aber. Ich sag jemandem, wenn er scheiße ist. Das ist mein okay, gutes Recht. Dann sag ich Ihnen das zurück. Beruht wahrscheinlich bei den meisten dann auf Gegenseitigkeit. Finden Sie? Das ist eine sehr, sehr, wirklich sehr einfache Art zu denken. Ich bin überqualifiziert. Ich habe einen Test machen lassen. Ach so. Ich bin wie ein Gott. Okay, wenn Sie der Meinung sind, bitte sehr. Es ist objektiv nachweisbar. Man hat gewisse Studien an mir ausgeführt. Ich wurde in eine geheime Geheimbasis gelockt, die 50 Kilometer unter der Erdoberfläche liegt, um an mir Tests durchzuführen. Ich bin überbegabt. Ich bin nicht stolz drauf. Ich muss damit leben und glauben Sie mir, es ist anstrengender, als es aussieht und als man denkt. Naja. Wie heißen Sie? Ruby, stimmt? Genau. Ruby, ich habe ein Helfersyndrom. Ich würde Ihnen gerne aus Ihrer misslichen Lage irgendwie, naja, helfen halt. Sie dabei unterstützen, da irgendwie rauszukommen. Welche Lage denn? Na, das hier alles. Also es tut mir leid. Erstens mache ich das sehr gerne, ich mache es lange und ich habe bisher nur Komplimente gehört und Sie sind der Erste, der sagt, es würde scheiße aussehen. Wie sehr gerne? Ich meine, es gibt auch keinen, der sagt, dass er sehr gern gegen eine Wand läuft. Also vielleicht tut er das, aber trotzdem ist das keine so gute Idee. Verstehen Sie, was ich meine? Etwas sehr gern zu machen ist ja schön und gut, aber ich finde, dass sie dann einen gewissen Mehrwert bieten sollten und andere Leute auch wirklich mit ihrer Art zu tanzen verzaubern.
Und ich kann Ihnen dabei helfen. Ich bin ein Meistertänzer in dem, was... Also, ach, Sie sind Tänzer. Na, ich bin Meistertänzer. Sprechen Sie doch mit unserem Chef und bewerben Sie sich. Das würde ich gerne. Gibt es denn sowas wie eine Ladies Night? Bestimmt dann. Wir haben noch keine Männer. Da oben steht der Chef in dem braunen Hemd. Gut, mit Ruby. Der weißen Hose an der Treppe. Dann werde ich das hinbekommen. Vielleicht nennen wir uns ja bald gegenseitig Kollege und Kollegin. Ja. Ich freue mich. Du dich auch? Ganz bestimmt. Schönen Abend dir noch. Gleichfalls. Und fall hier nicht von der Fläche, ne? Nein, ich kann mich halten. Ja, also... Ah, jetzt geht sie, jetzt ist sie bockig. Jetzt... Oder sie beschwert sich. Ich muss vorher mit dem Chef reden, bevor sie bei ihm ist. Entweder beschwert sie sich jetzt oder... Oh, sie beschwert sich. Darf sie was fragen? Oh, sie beschwert sich! Sie wollte zu ihm! Danke, ciao, ciao. Oh Gott! Ruby, hast du mal kurz eine Minute? So, das sehe am besten klar. Nach vorne zu dem Bartpersonal. Okay, komm mal kurz hier rein. Ja. Ruby, ich bin arm. Ich habe einen schlechten Abend gehabt. Und okay. Ich habe gerade nochmal alles reflektiert und muss sagen, dass ich einfach nur ungerechtfertigterweise irgendwie mein alles an jemanden auslassen musste, der es nicht verdient hat. Und das warst du. Und ich möchte mich dafür entschuldigen. Du bist eine, wahrscheinlich mit Abstand, wenn ich das so sagen darf, die beste Tänzerin sogar hier. Mit Abstand, Ruby. Das würde ich jetzt vielleicht nicht unterschreiben, aber nee, das bist ich würde auch nicht sagen, ich bin eine, wie haben Sie es vorhin genannt, eine kullernde? Ein Fleischklumpen, der sich nur... Ja, vielen Dank. Mach mal einen Backflip von dem Tisch hier. Ein Backflip. Ich bin Tänzerin, keine Turnerin. Okay, vielleicht wirst du dann trotzdem... Also du bist anscheinend doch nicht die Beste, aber das, was ich gesagt habe, war mehr als... Also das war realitätsfern. Das war total, total scheiße von mir und nicht ansatzweise richtig. So, bitte verzeih mir doch und ich vergesse das einfach und du hoffentlich auch. Okay. Gut. Dann geh einfach wieder am besten tanzen und ich mach mein Zeug. Ja, machen Sie das. Bis dann. Schönen Abend noch. Gleichfalls. Hallo. Wo ist denn gerade Ihr Chef hin, wenn ich fragen darf? Wie bitte? Ihr Chef. Also der Boss. Der Besitzer, meine ich. Vom Unicorn? Ja, richtig. Ich will mit dem Manager sprechen. Ja. Nehmen wir mal eine Sekunde. Na klar. Hallo. 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 Hi, hallo. Hi. Einmal bitte einen Champagner auf den Tisch da hinten. Den Tisch da hinten? Ja, Henry zahlt. Wo ich gerade war, oder was? Ja, Henry zahlt heute. Wer ist Henry? Der hat den weißen Zopf. Ja, was kann ich für Sie tun? Alles klar. Wie Hallo? Viel Champagner wolltest du? 5. Bring ich dir. Soll ich dir die geben oder soll ich dir an den Tisch bringen? Die bring ich dann dahin. Hab es ihm versprochen. Dafür zahlt er ja. Dankeschön. Aha, okay. Bitte. Ja, war ich. Ja. Sir? Ja. Sie wollten mich sprechen? Schönen Abend noch. Tschüss. Was willst du mit den Gläsern? Die trinke ich aus. Ja,
Haben wir wieder neue Matches? Boah, wir haben wieder 7 neue Matches. Leute, ich komme nicht mehr hinterher. Ich kann das nicht mehr. Ich bin überfordert. Kontakt mit attraktiven Frauen ist nicht... Ist einfach zu viel. Selina. Kann... Ich weiß nicht. Spanisch. 22 Jahre jung. Natürliche Schönheit. Nicht gefotoshoppt oder sonstiges. Hallo. Ist das ein Filter? Oder siehst du wirklich so aus?